Hi, in diesem Video möchte ich gerne erläutern, wie du am Calliope Mini einen Wechselblinker programmierst und dabei den Intervall mit einem Drehpulli steuern kannst. Der Mikrocontroller Calliope Mini verfügt an den Kanten über digitale Pins, vier Stück an der Zahl, und Plus und Minus. An den unteren beiden, also 1 und 2, schließen wir die LEDs an und an den Grobschnittstellen, an einer der Grobschnittstelle, schließen wir dann den Drehpulli an. Aber dazu später mehr. Für den Aufbau brauchen wir drei Breadboard-Kabel, zwei LEDs und zwei Vorwiderstände für die LEDs. Die LEDs stecken wir einfach auf das Breadboard und verbinden das kurze Beinchen der LED, also die Kathode, mit dem 220 Ohm Vorwiderstand jeweils. Und das Ganze verbinden wir dann wiederum mit einem schwarzen Breadboard-Kabel. Dieses schließen wir dann später an die Minusleitung des Mikrocontrollers an. Das kleine gelbe Kabel verwende ich für die gelbe LED und das grüne Kabel für die grüne LED. Im Anschluss an den Mikrocontroller benötigen wir nun Krokoklemmen. Hier verwende ich die gleiche Farbe erneut wie für die LEDs, also grün an grün und gelb an gelb. Die grüne LED schließe ich an den Pin 1 an. Und die gelbe LED an dem Pin 2. Das muss ich auch machen, weil später beim Programmieren in der Anwendung MakeCode können wir auch nur diese beiden Pins aus der Anwendung heraus referenzieren. Das heißt, die anderen Pins sind leider nicht verwendbar. Darum schließen wir zum Beispiel auch den Drehpotentiometer über ein Groovekabel an und nicht über einen der anderen beiden freien Pins. Verbinden wir noch schnell noch die Minusleitung mit dem Mikrocontroller und dann können wir auch schon den Drehpulli anschließen. Im Anschluss des Drehpullis an den Calliope Mini benötigen wir ein Groove-Adapterkabel. Dieses Kabel bzw. der Stecker ist speziell aufgebaut und geht nur in eine Richtung in den Sockel gewaltfrei rein. Ich verbinde dieses Kabel an den Pin bzw. an den Sockel beim Taster B und wenn dieses verbunden ist, haben wir den Drehpulli am Pin C16 angeschlossen. Nun zum Schluss noch ein Micro-USB-Kabel in den Mikrocontroller stecken, um dann auch nochmal die Schaltung zu prüfen, ob nicht irgendwo ein Kurzschluss hergestellt wurde. Dann können wir auch schon in die Anwendung MakeCode wechseln und ein neues Projekt erstellen. Ich nenne das einfach mal Drehpulli LED-Wechselblinker. Wie du eine LED am Calliope Mini programmierst, habe ich dir ja bereits in einem Video zuvor gezeigt. Hier möchte ich nun einen Schritt weitergehen und zunächst einmal den Wert des Drehpulli auslesen, um diesen dann später auf ein Intervall für das Wechselblinken zweier LEDs zu mappen. Das heißt, legen wir uns zunächst einmal eine Variable Drehpulli an und in dem Bereich dauerhaft legen wir nun das Element ab, um diese zu befüllen. Und wir wollen diese natürlich befüllen mit dem Wert unseres analogen Drehpotentiometers. In diesem Element müssen wir jetzt nur noch den Pin C16 auswählen, denn dort ist ja unser Drehpulli angeschlossen. Und wie gesagt, wollen wir das Ganze jetzt in ein Intervall mappen. Das heißt, wir legen uns noch eine zusätzliche Variable an, die nenne ich einfach mal Intervall. Und dort werden wir nun die kleine mathematische Berechnung von dem analogen Wert auf unseren Bereich für den Intervall einfügen. Dort benötigen wir als erstes unseren Wert von unserem Drehpulli und wir belassen das einfach mal von 0 bis 1023. Das ist die Range des analogen Wertes und wir wollen das halt mappen zwischen 25 und 750 Millisekunden für unseren Intervall. Und jetzt müssen wir halt wie zuvor unsere LEDs einfach mal wechselseitig aktivieren und deaktivieren. In dem grafischen Element Warte, wo wir halt die Millisekunden eigentlich auswählen, können wir nun unsere Variable Intervall einfügen. Und somit haben wir jetzt nun unseren Wert des Drehpulli, welchen wir ja gemappt haben, für unseren Intervall verwendet. Nun können wir einfach uns die Elemente duplizieren, müssen halt noch die Pins halt anpassen, die Zustände, damit das auch wirklich blinkt. Und damit haben wir unseren Code schon fertig programmiert. Wenn wir nun auf die Taste Speichern klicken, wird diese Datei auf den Computer heruntergeladen und wir können die einfach per Drag and Drop auf unseren
Calliope Mini ziehen. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, dann sollte unser Programm auch gleich funktionieren. Und wir können jetzt mit dem Drehpoti die Blinkgeschwindigkeit der beiden LEDs steuern. Wie du siehst, wenn ich an dem Drehpoti ein wenig drehe, blinken die sehr schnell oder halt sehr langsam, immer wechselseitig. Damit möchte ich nun dieses kleine Video beenden und ich hoffe, es hat dir weitergeholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!